Weit über 50.000 Menschen in Deutschland werden systematisch von anderen gemieden. Peter Glas ist einer davon. Menschen wie wir. Der ehemalige Mitarbeiter eines großen Telekommunikationsanbieters hat selbst keine Erklärung dafür. Also, ich bin der Peter, 23 Jahre alt. Und ich arbeitete bis vor kurzem als Helpline-Operator im In- und Outbound bei einem großen Telekommunikationsanbieter. Das heißt, ich habe Leute angerufen und nachgefragt, ob sie mit ihrem Produkt zufrieden sind. Oder wurde angerufen, wenn es irgendwo ein Problem gab. Trotz seiner Bereitschaft, sich ganz für einen Arbeitgeber aufzuopfern, hatte Peter vom ersten Arbeitstag an Probleme. Ja, die Kollegen mieden mich ständig. Außer der Kevin, aber der war blind. Der grüßte mich wenigstens. Aber es sind ja nicht nur die Kollegen. Wenn ich einfach nur mal einkaufen gehen will, wechseln total viele einfach auf die andere Straßenseite. Und Kinder zeigen mit dem Finger auf mich. Oh, und wie ist das mit sozialen Kontakten? Haben Sie eine Freundin? Wie denn? Wenn ich mich einer Frau einfach nur nähere, dann schreien die meisten schon los und rennen einfach nur weg. Ich weiß auch nicht warum. Ich hab denen doch gar nichts getan. Ja, und Freunde hatte ich nie. Schon seit der frühesten Kindheit war ich eigentlich immer allein. Von seiner Umwelt ausgegrenzt, zog sich Peter immer weiter in sich selbst zurück. Selbstzweifel plagten den jungen Mann und trieben ihn in eine schwere Depression. Doch jetzt mit seinem Berufswechsel, so scheint es, hat sich das Blatt für den 23-Jährigen endlich zum Besseren gewendet. Das ging sogar so weit, dass ich nur noch im Internet einkaufen konnte und mich zu Hause einschloss. Also habe ich meinen alten Job gekündigt und bin umgezogen. Zum Glück habe ich dann eine Beschäftigung als Vorsitzender in einem kleinen gemeinnützigen Verein gefunden. Seitdem schöpfe ich wieder Kraft und Freude. Kleinen Moment, da muss ich ran. Ja, am Apparat? Einen Moment. Können wir das Interview später fertig machen? Das wäre echt super wichtig. Kein Problem. Peter Glas, ein ausgegrenztes Mitglied der Gesellschaft und dennoch ein ganz normaler Mensch. Mit denselben Sehnsüchten auf der Suche nach etwas Liebe und Akzeptanz.